Wie kommen Muggelgeborene eigentlich zum Bahnsteig 9 3 Viertel? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video befassen wir uns intensiver mit dem Hogwarts-Bahnsteig 9 3 Viertel und Muggelgeborenen. Insbesondere untersuchen wir, wie ein Schüler von Hogwarts, der zwei Muggeleltern hat, überhaupt erfahren würde, wie man zum versteckten Gleis 9 3 Viertel am King's Cross Bahnhof gelangt, um nach Hogwarts aufzubrechen. Bedenkt man, dass der Bahnsteig unsichtbar ist und die Bahn zu einer magischen Schule im schottischen Hochland führt, ist es schon irgendwie offensichtlich, dass diese Reise kein gewöhnliches Unterfangen ist, insbesondere für Erstklässler. Um auf den Bahnsteig zu gelangen, muss man die Barriere zwischen den Bahnsteigen 9 und 10 durchqueren. Für einen Muggel oder jemanden, der zum ersten Mal davon hört, mag das verwirrend klingen. In der Harry Potter Geschichte findet Harry den Weg auf den Bahnsteig dank der Weasleys, denen er dort zufällig begegnet. Vor dieser Begegnung war er allerdings völlig verloren. Zwischen den großen Schildern für Bahnsteig 9 und Bahnsteig 10 schien nichts zu sein. Wo also sollte er hin? Er wollte einen Wachmann nach dem Bahnsteig 9 3 Viertel fragen. Als Harry nachfragte, gab der Wachmann zu verstehen, dass er noch nie etwas von dem Bahnsteig gehört hatte. Harrys Unfähigkeit, genau zu beschreiben, wo sich das Bahnsteig befindet, brachte den Wachmann aus der Fassung. Er wirkte, als würde er denken, Harry spiele ihm absichtlich einen Streich. In seiner Verzweiflung fragte Harry nach dem Zug, der um 11 Uhr abfuhr, aber der Wachmann erklärte, dass es einen solchen Zug nicht gäbe. Er murmelte etwas über Zeitverschwender und ging einfach weiter. Harry versuchte, die aufkommende Panik zu unterdrücken. Die große Bahnhofsuhr zeigte an, dass er nur noch 10 Minuten hatte, um in den Zug nach Hogwarts zu steigen, und er hatte absolut keinen Plan, wie er das bewerkstelligen sollte. Da saß er, mitten am Bahnhof, mit einem schweren Koffer, Zauberergeld und einer großen Eule. Harry fühlte sich zu diesem Zeitpunkt völlig orientierungslos und spielte mit dem Gedanken, seinen Zauberstab irgendwie einzusetzen, um irgendwie einen Eingang zu finden. Doch dann, gerade im richtigen Moment, kam eine Gruppe von Leuten hinter ihm vorbei. Er vernahm ein paar ihrer Worte und drehte sich neugierig um. Es war eine rundliche Frau, die mit vier Jungen mit leuchtend roten Haaren sprach. Jeder von ihnen hatte einen Koffer wie Harry dabei, und sie wurden von eulenbesetzten Käfigen begleitet. Harry folgte ihnen mit seinem Wagen und blieb in Hörweite stehen. »Welche Bahnsteignummer war das nochmal?«, fragte die Mutter. »Entschuldigung«, wandte sich Harry an die rundliche Frau. »Hallo«, erwiderte sie. »Ist das dein erstes Mal auf dem Weg nach Hogwarts? Ron hier ist auch neu.« »Ja«, antwortete Harry, »aber ich bin mir nicht sicher, wie ich auf den Bahnsteig komme.« Sie lächelte freundlich und erklärte, »du musst einfach geradewegs auf die Barriere zwischen den Gleisen 9 und C zurennen. Halte nicht an und fürchte dich nicht davor, dagegen zu stoßen. Das ist sehr wichtig. Wenn du nervös bist, laufe einfach schneller. Vielleicht möchtest du mit Ron gehen?« »Ja, danke«, erwiderte Harry. So, aber jetzt mal zum interessanten Part. Was ist eigentlich mit Hermine und ihren Eltern oder anderen Muggeln? Können diese Muggel ebenfalls durch die Barriere gehen? Ich erinnere mich nicht, dass dazu je etwas erwähnt wurde. Hatte Hagrid das einfach übersehen oder war dieser Prozess speziell für Schüler wie Harry besonders kompliziert? Im Hogwarts-Aufnahmebrief werden die Schüler über ihre Zulassung zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei informiert. Diesem Brief liegt auch eine Liste mit den benötigten Büchern und Materialien für das kommende Schuljahr bei. Für Hexen und Zauberer aus magischen Familien ist dieser Ablauf klar. Sie wissen, wie alles funktioniert, und wenn die Zeit da ist, in die Schule zu gehen, begeben sie sich zum Bahnsteig 9 3 Viertel. Aber der Prozess für Muggelgeborene könnte irgendwie anders sein, oder? Also davon bin ich jedenfalls überzeugt. Stell dir mal bitte die Überraschung und das Erstaunen vor, oder erst die pure Verwirrung, wenn man einen solchen Brief erhält. Hermine gestand, in meiner Familie gab es nie jemanden mit magischen Fähigkeiten. Es war ein echter Schock, als ich meinen Brief bekam. Doch natürlich war ich begeistert. Es handelt sich schließlich um die renommierteste Schule für Hexerei. Auch Colin Creevy äußerte seine Gefühle dazu. Es ist unglaublich hier, oder? Ich hätte nie erwartet, dass all die ungewöhnlichen Dinge, die ich tun kann, wirklich Zauberei sind, bis ich meinen Hogwarts-Brief bekam. Mein Vater, ein einfacher Milchmann, war ebenso verblüfft. Deswegen mache ich so viele Fotos, um alles genau festzuhalten. Kommen wir jetzt mal zu der Lösung des Ganzen. Um diesen Hogwarts-Brief mit der Nachricht, dass dein Kind ein Zauberer ist, zuzustellen, gibt es für Muggelgeborene in Hogwarts ein spezielles Verfahren. Ein Mitglied des Schulpersonals besucht das Zuhause des betreffenden Schülers, um den Brief persönlich zu überreichen und sicherzustellen, dass alles korrekt erklärt wird. Obwohl unklar ist, welches Mitglied des Personals genau für diese Aufgabe verantwortlich ist, könnte es gut Professor McGonagall sein, da sie für die Registrierung zuständig ist.
Es muss eine Herausforderung sein, einem Muggel die Existenz von Magie und Zauberei zu erklären. Doch wenn jemand dazu in der Lage ist, dann sicherlich Dumbledore oder McGonagall, da sie beide überzeugend und einfühlsam sind. In den Filmen beobachten wir, wie Dumbledore das Waisenhaus besucht, um Tom Riddle über seine Zulassung nach Hogwarts zu informieren. Obwohl Tom magische Fähigkeiten besaß, also nicht Muggel geboren war, hatte er keine lebenden Eltern oder bekannte Verwandte, weshalb es schon notwendig war, dass ein Mitglied des Schulpersonals ihm alles erklärte. Diese Aufklärung würde sicherlich Details über die magische Welt und auch Anweisungen, wie man den speziellen Bahnsteig erreicht, um nach Hogwarts zu gelangen, umfassen. Im Falle von Harry war die Situation jedoch etwas einzigartiger und komplizierter. Hier war es Hagrid, der die Aufgabe hatte, ihn über Hogwarts zu informieren. Um Harry über Hogwarts und die magische Welt aufzuklären, musste Hagrid eingeschaltet werden. Besonders nachdem die Dursleys sich vehement dagegen wehrten, dass Harry überhaupt die Schule besucht. Wegen ihrer Sturheit mussten drastische Maßnahmen ergriffen werden. Obwohl Hagrid in vielen Aspekten erfolgreich war, Harry in die Welt der Zauberei einzuführen, hat er in bestimmten Details versagt. Insbesondere hat er vergessen, Harry die genaue Vorgehensweise zu erklären, um den Bahnsteig 9¾ zu erreichen. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Zugang für Muggel zum Bahnsteig fehlerhaft ist, sondern einfach nur, dass Hagrid es vergessen hat, oder vielleicht hatte er auch extra die Absicht, es zu vergessen, um Harry in den Kontakt mit anderen Zauberern zu bringen. Aber gehen wir einfach mal davon aus, dass Hagrid es versäumt hat, Harry einige spezifische Details im Kontext seiner besonderen Situation zu erklären. Es ist ebenfalls erwähnenswert, dass Muggel den Bahnsteig 9¾ betreten können. Dies wird belegt, als am 1. September 1971 Herr und Frau Evans begleitet von ihrer anderen Tochter Petunia ihre hexenbegabte Tochter Lily, also Harry Potters Mutter, zum Bahnsteig bringen. Die Eltern von muggelstämmigen Kindern können den Bahnsteig einfach wieder verlassen, indem sie durch die Barriere zwischen den Bahnsteigen 9 und 10 zurückgehen. Es ist auch bemerkenswert, dass ein Zaubererwachmann an der Schranke postiert war, um die Reisenden zu beobachten, die vom Bahnsteig 9¾ zurückkamen. Die Abreise von diesem Bahnsteig dauerte etwas, da der Wachmann darauf achten musste, die Reisenden in kleinen Gruppen von 2 oder 3 Personen durchzulassen, um nicht die Aufmerksamkeit der restlichen Muggel zu erregen, indem alle gleichzeitig durch die Schranke stürmten. Und das war eine kluge Entscheidung von Hogwarts und dem Zaubereiministerium, um sicherzustellen, dass die magische Gemeinschaft geheim bleibt und keine unnötige Panik oder Verwirrung unter den Muggeln verursacht wird. Wenn plötzlich eine große Menschenmenge aus einer scheinbar leeren Gegend auftauchen würde, könnten viele Fragen aufkommen und Muggel könnten misstrauisch werden. Der aufmerksame Wachmann mit seinem scharfen Blick wusste genau, wie wichtig sein Job war. Denkst du hättest dich an Harry Potters Stelle zurechtgefunden, wenn Hagrid dir nichts gesagt hätte? Schreib es gerne mal in die Kommentare. Und das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn es das hat, dann lass doch gerne ein Like und ein Abo da. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.